Dann jetzt einmal habe ich noch Paraheiler dabei. Ich habe einen Hyperheiler, den würde ich ganz gern nicht gebrauchen. Was ist Vitalkraut gewesen? Vitalkraut war für HP, ne? Achso, ja, das ist zum Wiederbeleben. Das ist quasi. Da ist der Paraheiler. Immer noch besser als dieses Supermorph-Zeug aus Gen 8. Achso, den Dynamax. Also ich finde Dynamax persönlich jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist halt wieder der in Anführungszeichen klassische Game Freak, indem man sagt, hier habt ihr ein neues Feature und das wird dann halt innerhalb der nächsten zwei Gens wieder rausgenommen, um dann später wieder nachzukommen. Es ist... Was sind die Ultras? Sind das die Megadinger oder die Riesendinger oder was ganz anderes? Ultra-Bestien sind quasi Bestien aus anderen... Wie haben sie es genau genannt? Anderen Dimensionen, irgendwie sowas. Erinnerung an mein Liebling Eniko, ich könnte weinen. Bitte nicht. Dreht sich jemand von euch? Okay. Ach, ihr dreht euch beide. Ahahaha! Dies ist kein Platz für einen kleinen Hosenscheißer wie dich. Warum bist du hier? Ach, man kann mehrere davon jetzt fangen. Gut, in Sonne, Mond dachte ich, man konnte nur einen. Oh Gott, wohin genau? Okay, wohin genau? No, please don't. Okay, mein letztes Pokémon war Feuerrot. Ist es für eine solide Gen? Feuerrot. War keine schlechte Gen. Wobei für mich persönlich noch immer Pokémon Kristall und halt die vierte Gen die besten sind. Nee, da kann ich ruhig Psychokinesen. In Usum kannst du den Dimension immer neu fangen. Ah, okay. Ich muss sagen, ich habe Ultrasonne, Ultramond nicht zu Ende gespielt. Weil Sonne, Mond hat mir schon nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, probierst du trotzdem mal Ultrasonne, Ultramond, ne? Und dann habe ich gemerkt, oh, das macht es nicht besser. So, das ist natürlich jetzt nicht gut. Na, wechseln wir einfach mal durch. Bis Spaß nach klingt. So. Achso, Wegsperre von Weg. Goddammit, wohin genau? Verfluchtes Troll-Pokémon. Okay, die haben beide drei Pokémon. Mist. Ich hätte auf Vivien beißen können. Ich hätte nicht auf vorhin genau beißen müssen. Nun ja. Rip. Das wäre so ein wunderschöner Moment. Eine Nuzlocke würde man nicht spielen. Warum mochtest du denn Gen 4 nicht, wenn ich mal so fragen darf? So, ja, komm. Ja, machen wir mal Eisstrahl. Feuerrot habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Hatte nach Gen 3 auch eine längere Pause. Ja, verstehe ich. Warum sind die jetzt wieder so low-level? Waren die Trainer vor kurzem nicht erst zu Level 32 plus? Ich glaube in diesem Fall, weil die halt mehrere Pokémon haben. Ich weiß es auch nicht. Es ist. Ich sag doch der. Die Levelkurve in. Gen 3 bzw. Pokémons Markt ist so ein bisschen hoch runter, hoch runter. Vielleicht hätte ich hier auch noch nicht zwingend mit denen sein oder sein müssen, wobei mir das Spiel ja gesagt hat, ey yo, schau dir das mal an. I don't know. Kadabra. Kryptra. Einfach Game Design über diese hässlichen Lüftungspilze und kein Pokémon, was mir super gefallen hat in der Story. Lüftungspilze, okay. Ach so, wegen dem Untergrund. Hm. Oh, das wollte ich nicht wissen. Ah, okay, sie hat sich in die Hose gemacht. Ich würde mir gerne deine Pokémon anschauen, wenn sie stärker geworden sind. Bitte zeig sie mir dann unbedingt. Okay, Agnes war diejenige, die Züchterin. Mein Training reicht also nicht aus. Ich muss mein Training auf die Spitze treiben. Ich darf keine Zeit verlieren.
Mach dir bitte nicht nochmal in die Hose, danke. Genau, jetzt einmal mit dem Vitalkraut wiederbeleben. Habe ich ja gerade gelesen, dass es das kann. So. Oh, wait, das ist... Oh! Ein Top-Beleber quasi, okay. Verständlich, verständlich. Hab Gen 4 aber auch erst später gespielt, deswegen kein Nostalgie-Bonus. Ich würde sagen wollen, selbst wenn man Gen 4 nicht als junge Person gespielt hat, ist sie super solide. Na, also sowohl von der Story, vom technischen Aspekt, ne, was der Nintendo DS damals konnte, ne, die Musik dahinter und ja, ich finde die Pokémon-Designs halt auch eigentlich ganz cool. Klar gibt es da wieder so einige, die sind ein bisschen meh, aber das ist dann wieder eine persönliche Präferenz. Hardcore-Sus-Level, ja, Rest kein Plan. Okay. Ich wollte das Item vorher haben. Die unglaubliche Atmosphäre des der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du willst gewinnen. Träum weiter. Ich wollte eigentlich nur das Item haben. Mr. Wolf. Mit einem Trasler. Auf dem wir rumbeißen, weil es ausschaut wie ein Pilz. Oder ein Stück Pfefferminz-Eiscreme. Vielleicht sollten wir es einfach lieber kaputt machen. Statt zu spekulieren, wie es ausschaut. Hardcore-Sitze wird aber auch den Bonus, dass Gen 2 mit Gen 3 meine Lieblingsgames sind. Ah, okay, ja, das verstehe ich. Ich muss auch Hardcore Soul Silver sind auch ein sehr gutes Remake, muss ich sagen. Eins, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, na also ich bin halt wirklich ein ganz, ganz großer Freund von Gen 4. Ich glaube aber trotzdem, dass mir das Remake nicht mehr gefallen wird. Weil ich so ein bisschen mit dem Artstyle nicht mehr richtig befreundet bin, den Pokémon jetzt hat. Na, also ich bin noch ein Verfechter vom Chibi-Artstyle, aber ich weiß natürlich auch, dass man sich weiterentwickeln muss. Ich vertiefe mich in Selbstmitleid. Kleines Kind und wirkt selbst noch jünger. Okay, das ist ein super Schutz. Nice. So, da kann ich runterfallen. Das wird mir aber nichts bringen. Okay, da ist eine Dame. Ich könnte da reinfallen, das wird mir aber nichts bringen. Wurde es schon angekündigt? Nee. Ich weiß auch gar nicht, also es wundert mich ein bisschen, dass bisher noch kein Gen 4 Remake kam. Ich mag gruselige Hordige, es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Also ich kann mir nicht denken, dass Gen 4 nie ein Remake bekommen wird. Aber wann ist halt die Frage? Müssen jetzt eigentlich kommen als nächstes? Theoretisch, aber Game Freak ist ja auch nicht zwingend so aufgestellt, wie man sich vielleicht wünschen könnte. Ich habe Pandora besiegt, no! Ich würde gerne mal sehen, was ein anderes Studio mit ein paar Jahren Zeit für ein Pokémon auf Nicht-Nintendo-Konsolen machen könnte. Was ein anderes Studio mit ein paar Jahren Zeit für ein Pokémon auf Nicht-Nintendo-Konsolen machen könnte. Achso, ich weiß nicht, ob Nintendo-Konsolen so der limitierende Faktor sind. Sondern ich würde eher behaupten wollen, dass Game Freak der limitierende Faktor wirklich dahinter ist. Wenn man sich Breath of the Wild anschaut, was als Launch-Titel für die Switch kam. Was der Launch-Titel bedeutet ja immer so ziemlich, dass die Spiele noch nicht hundertprozentig die Konsole gut ausnutzen. Wenn man zum Beispiel sich die PlayStation 2 anschaut, die Launch-Titel vergleicht mit, was dann am Ende rauskam. Das ist ja ein großes Beispiel dafür zum Beispiel. Achso, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welcher muss ich den oberen oder den unteren nehmen, um da runter zu... Den unteren, okay.
Ne, also auf der PlayStation 2, wenn man sich das so anschaut, die Launch-Titel dahinter. Schrecklich und dann so ein Kingdom Hearts 2, was halt für damalige Verhältnisse super aussah, was dann im späteren Zyklus der PlayStation 2 rauskam, kann man ja sehen, welche Sprünge erreicht werden können. Aber wie gesagt, Game Freak ist halt der limitierende Faktor. Dann Breath of the Wild ist ein hervorragend aussehendes Spiel, in vielen Punkten vermutlich sogar einfach besser als Pokémon Schwert und Schild. Und das, obwohl Schwert und Schild oder Pokémon mit eines der größten Franchises der Welt ist. Und wenn nicht das größte Franchise. Eigentlich wäre ein Gen 8 der Rhythmus für eine neue Evolution gewesen. Aber braucht Evoli noch eine Evolution? Die gehen zu sehr auf Casuals, diese ganze Integration von wegen Pokémon gehört, etc. totaler Schwachsinn. Ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass es schlimm ist, dass man Changes macht, die ganz cool reflektiert sein können, dass man die Pokémon zum Beispiel jetzt sieht und nicht mehr random encountert, finde ich super. Hervorragend finde ich das. Dass man Erfahrungspunkte fürs Pokémon-Fangen bekommt, gut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt zwingend braucht oder nicht. Mich hat es jetzt nicht gestört. Was mich so ein bisschen eher nervt, ist, dass man den EP-Teiler nicht abstellen könnte. Aber auch das ist wieder so eine Sache, da muss man halt den Rest des Spiels drauf balancieren. Drumherum balancieren. Also auch das ist kein großes Problem, sondern auch an sich wieder eine Quality of Life Veränderung, wenn man so mag. Da gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Mein Lehrer, bitte achtet auf meine Fortschritte. Es ist klar, es ist erstmal die Vorteilentwickler, aber auch die Nintendo-Konsole ist in neuerer Zeit immer eher leistungsfresher als die anderen beiden. Gut, das ist natürlich wahr. Oh, Hiroshi. Hallo, Hiroshi. Na, also, dass Nintendo-Konsolen schon immer ein bisschen schwächer waren, klar. Aber das war ja auch nie wirklich der große Sinn und Zweck, dass die Nintendo-Konsolen... Das Ding ist, warum Nintendo sich mit seinen Konsolen hält, ist die exklusiven Spieler, die es hat. Ne, halt die Nintendo-internen IPs. Und dass Nintendo-Konsolen meistens noch ein Gimmick haben. Ne, während die Xbox und die PlayStation mehr und mehr wie ein Gaming-PC werden, bleibt Nintendo halt ihrem Familien-Image, den sie haben, treu. Ne, das ist ja... Die Wii wurde ja zum Beispiel als große Familienkonsole rausgesetzt. Dann halt die Wii U, die... keine gute Konsole war. Sorry, Nintendo. Ne, und die Nintendo Switch geht halt auch wieder mehr in das, guck mal hier, Familienmäßige. Ne, dass Gaming eine Familienaktivität sein kann. Was nicht schlecht ist, ist natürlich die Frage, inwieweit man jetzt das selber mag oder nicht. So. Sowas sollte extra bleiben. Jetzt hoffen sie, dass sie über den Hype damals neue Kunden gewinnen können. Erfahrung fürs Team ist nett, um die üblichen ein super starkes Bonding zu nehmen. Ja, das Problem dahinter ist halt Erfahrungssystem. Wie gesagt, das Spiel muss darum balanciert sein. Dementsprechend musst du quasi die Durchschnittslevel in einem vernünftigen Rahmen halten von den Gegnern und dann halt auch vielleicht ein paar mehr Pokémon geben. So wie ich das gehört habe, ist eine der Haupt Probleme, die Menschen damit haben, dass nur wenige Pokémon pro Kampf sind, dass es quasi einfach nur Pappaufsteller mit zwei Pokémon sind, durch die du einmal schnell durchgerannt bist, statt dass sie irgendwie eine Herausforderung bieten. Also dafür müsste ich das Spiel selber spielen, um es für mich einmal bewerten zu können. Oder ich müsste einen kompletten Playthrough von Gen 8 sehen. So, was Hype und so weiter anging, ich glaube auch, dass wenn man halt jetzt merkt mit Gen 8, na oder schon mit Gen 7 für sich gemerkt hat, oh, ich glaube langsam, das ist nicht mehr Nintendo oder das ist nicht mehr Pokémon, wie ich das mag, dann würde ich halt raten, dass man das als genau das sieht, dass man halt für sich feststellt, dann ist Pokémon nichts mehr für mich. Das ist natürlich traurig, ne, wenn man so eine Spielereihe hat, die man über Jahrzehnte verfolgt hat, die man sehr geliebt hat, wenn man dann feststellt, das ist nichts mehr für mich, aber dann ist dem so. Ne, und ich finde, da sollte man auch nicht die Leute angehen, die das noch immer mögen. Oder die diese Änderung mögen, weil
Nintendo, wenngleich sie immer mal wieder schwierige Sachen hatten in ihren Spielen, sind schon immer so ein bisschen mehr Richtung Casual gegangen. Ging auch sowas wie Shinies etc., das in Go Glob deutlich einfacher zu finden war. Das sehe ich jetzt auch nicht als Negatives an. Ich finde die allgemeine Mechanik, dass Shinies super schwer zu finden sind, doof. Jetzt so als meine Meinung. Eine so hohe Wahrscheinlichkeit ist, nech, mag ich nicht. Und ich weiß, dass ich auch damit wieder vielleicht eine sehr eigene Meinung repräsentiere. Diese Gimmick der Bewegungssteuerung wird gefühlt auch nicht mehr wirklich genutzt. Mittlerweile ist es eher das Mobile. Das musst du mir kurz erklären, das Faro. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Das ist aber mein Fehler. Ja, Alternes kann ruhig drum bleiben. Die Wii U war schon eine gute Konsole und das Marketing war maximaler Bullshit. Ja, das uns zum einen und zum anderen kam für die Wii U nichts. Oder nichts, was die Konsole irgendwie hätte hypen können. Und die Spiele, die gut waren und kamen, die wurden jetzt alle nochmal für die Switch released. Der Name war nicht so hilfreich für die, die sich damit nicht beschäftigt haben. Ja, auch. Ne? Nintendo. Aber das ist der klassische Nintendo-Zyklus. Nur jede zweite Konsole ist wirklich was wert. Oder ist gut. Oder wird gut verkauft. Wenn ich hier bin, dann durchströmt mich eine seltsame Macht. Hast du die Orientierung verloren? Keine Angst, ich bin ja hier. Gen 8 hat mir gezeigt, dass die nächste Gen nicht mehr vorzubestellen, ja. Dann ist dem halt so. Ne, da muss man für sich feststellen, das ist nicht mehr die Art von Spiel für mich. So, wie gesagt, so doof das jetzt vielleicht klingen mag. Ich hätte gern Pokémon in Optik und Art von Ni No Kuni mit Ansatz echter Größe der Mann. Ni No Kuni nie gespielt, aber ich weiß, dass es mit Hilfe von Studio Ghibli entwickelt wurde, zumindest was den Artstil angeht. Und da kann ich dann einfach nur sagen, ja bitte, danke. Die Bewegungssteuerung des Switch mit den zwei und den beiden Controllern und so weiter. Achso, gut, ich besitze keine Switch. Dementsprechend kann ich das jetzt nicht wirklich beurteilen. Und ich glaube auch, was die Bewegungssteuerung angeht, wäre es für mich eher so nettes Gimmick, aber dann nicht von Interesse. Das, was ich davon gesehen habe, war jetzt nicht so beeindruckend. Wovon? Von Ni No Kuni oder von Gen 8? So, schaufeln mal und einstrahlen das Zubiris. Achso, Gen 8, sofern das Schwertschild ist. Ja, also Gen 8 ist Schwertschild. Ich muss dazu sagen, also ich finde jetzt, Gen 8 war jetzt nicht so schlimm, wie manche Leute das hätten darstellen wollen. Es ist, glaube ich, eher, dass viele Leute einfach grundlegend enttäuscht waren und dementsprechend da halt rumgezielt hat haben. Was, ich verstehe es. Ich verstehe es, wenn man nicht das Spiel bekommt, was man sich gewünscht hat, dass man das ein bisschen doof findet. Aber dann ist dem halt so. Da muss man halt sich für die Zukunft da eine Konsequenz draus ziehen. Ich werde auch, na, das habe ich schon für mich so überlegt, ich werde mir höchstwahrscheinlich auch keine Switch vorerst kaufen. Ah, danke, Scanner. Weil die Spiele, das einzige Spiel oder die einzige Spielerei, die für mich interessant wäre, für die ich mir damals auch den 3DS gekauft habe, wäre halt Pokémon gewesen. Weil die IPs, die ich sonst ganz gerne spiele, sowas wie Harvest Moon, Spectrobes, Custom Robo Arena, oder Custom Robo, die Spielereihe, die werden ja alle nicht fortgeführt. Danke, Nintendo. Die Macht ebbt ab. Du hattest die Orientierung gar nicht verloren. Oh doch, mein Freund, ich habe sie immer verloren. Ich habe den Kampf verloren, aber ich habe dieses Talent, ohne dass ich den Pokonaf berühren muss. Ja! Danke, Tabitha. Die Geister der Heroinen-Pokémon erfüllen mich mit ihrer Macht. Es war das erste normal richtige Konsole-Pokémon und da wurde halt viel erwartet, denke ich. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. So ist nicht. Ah, wir haben Spukball gefunden, hervorragend.
Ich glaube auch vor allem, dass es nicht mehr alle Pokémon gibt, ist ein sehr schwieriger Schritt. Also ich verstehe, wenn man sich halt darüber beschwert. Ich persönlich finde es auch doof. Aber jetzt nicht aus dem Grund, weil ich alle Pokémon haben möchte, sondern weil es mir für die Leute leid tut, dessen Lieblings-Pokémon halt nicht mehr im Spiel ist. So doof das jetzt klingen mag. Okay, mein Schutz wirkt nicht mehr. Plus, ich mag es halt immer ganz gerne, einen Living Dex zu haben. Den ich auch mir damals noch für Gen 6, ob ich mir den auf jeden Fall zusammengebastelt. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich den für Gen 7 auch schon hatte oder noch nicht. Aber wenn ich den halt nicht irgendwo einfach haben dürfte, dann finde ich das immer doof. So meine persönliche Meinung. Na, auch da wieder. Ich verstehe, dass Game Freak gesagt hat, ey yo, wir haben momentan so viele Pokémon, den Pokédex da zu komplettieren, suckt. Aber dann hätten sie nicht sagen sollen, yo, wir haben keinen Platz auf der Cartridge dafür. Na, wenn es eine Lüge ist. Das ist halt, nee. Im Allgemeinen, dass Game Freak auch so viel falsche Pressemitteilungen rausgesetzt hat, in Anführungszeichen, mit fragwürdigen Informationen, spricht hier auch schon negativ für sie. So, das war der Pyroberg. Dann. War es Bad Lavastadt? Ich glaube. Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja. Ich hätte dann lieber den richtigen Cut nur noch einmal zu der Fall bessere Animation etc. gehabt. Das verstehe ich auch. Ne, das wäre auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung, mein Wunsch gewesen. Dafür. Das Problem ist in diesem Fall, auf jeden Fall, dass bisher dieser Schritt noch nicht gegangen wurde und das hätte ein Schritt sein müssen, den man entweder damals mit Gen 1 schon gemacht hätte oder halt komplett. Achso, hier war das nicht. Nein. Oh Gott. Steht da was irgend drauf auf dem Ding? Ne, oder halt mit Gen 2 schon hätte machen müssen. Ne, dass man damals schon gesagt hätte, wir machen nur neue Pokémon in den Pokémon-Spielen. Punkt. Das Problem daran ist, du hast mit Gen 1 150, 151 Pokémon vorgelegt. Na, 150, wenn du Mew nicht dazu zählst, weil es halt nur ein Event-Pokémon war. Und dann hätte man ähnlich viele oder genauso viele für jede weitere Gen sich neu überlegen müssen. Und das ist halt ein bisschen simpler, wenn man sich so denkt, wir machen so um die 100 und nehmen nochmal 50 bis 100 aus den vorherigen Gens mit rein. So für die Hauptstory. Und dann kann man sich halt trotzdem den Rest dazu holen. So, das war eben der Punkt. Die Animationen waren ja nicht mehr anders als die von Gen 7. Das ist ja auch nochmal dazu gekommen. In der Form von dem Magmas Abzeichen. Was dann hier unten? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, was war. Oder was oben? Warte, wir nehmen mal ganz kurz die Schutzwirkung nicht mehr. Okay, das ist okay. Wir nehmen mal ganz kurz die Seilbahn. Na, also. Ja, also Game Freak hat eine ganze Menge Blödsinn gemacht. PR-mäßig. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. So. Und nur neue Mons gab es in Gen 5, war auch nicht schön. War dem so? Das, keine Ahnung. Kann gut sein sogar, ja. Aber Gen 5 ist, und das muss ich sagen, als jemand, mit der Meinung bin ich sehr allein, Gen 5 ist rein von all dem, was versucht wurde. Ich rede jetzt nicht von, wie es am Ende umgesetzt wurde, weil da ist die Konsolenlimitierung gewesen. Aber mit all dem, was versucht wurde, ist Gen 5 mit einem der besten gewesen. Wenn nicht sogar die beste. Und. Oh Gottchen. Musste ich jetzt hier runter? Oh, der Felsendreher geht auf das Magma-Emblem.